Hey Leute, Bade hier und willkommen zur weiteren Folge von Bloons Tower Defense 6. Heute im Video werden wir das Affenwissen für die Zaubereraffen durchskillen. Da fehlt uns nur noch ein Punkt, aber das werden wir heute machen. Und zwar skillen wir heute hier unten auf Mini-Tornados. Druiden-Tornados, die drei kleinere Tornados erzeugen, wenn sie sterben. Das heißt, der Druide mit der oberen Skillung, der beschwört nicht nur einen großen Tornado, sondern drei kleinere. Ich dachte, ich hätte das schon vor 1000 Jahren geskillt, aber anscheinend habe ich das noch nicht geskillt. Wir haben ja vor ein paar Wochen die Reihe gestartet, wo wir das ganze Affenwissen durchballern wollen. Und da haben wir schon primär auf 30-30 geskillt, da sind wir durch. Und beim Zauberer, da fehlt so noch eins. Übrigens hier, es kann nur einen geben, das wollt ihr skillen, wenn ihr den schwarzen Sonnengott beschwören wollt. Sonst geht das nicht, ihr müsst diese Skillung haben. Aber gut, machen wir es mit den Tornados. Zack. Passend dazu habe ich auch eine Challenge gemacht, wo wir nur Zaubereraffen benutzen dürfen und bis Runde 100 kommen müssen. Finde ich interessant, zumal ein paar Runden echt ein bisschen tricky sein könnten. Und als Bonusziel, ich muss Supersturm einmal beschwören. Das kostet zwar fast 100.000, aber ich muss das ein einziges Mal beschwören und ich habe noch riesige Affen im Moment. Könnte schwer werden. Wahrscheinlich einfach Nekromant und hoffen, dass es hinkriegt. Egal, wir machen das so. Wir machen oben nach hier. So. Denn Obens Angriff hetzt ja gut durch alle Gegner und das soll helfen. Oben ist ein Held, aber der ist ja ganz klar der Zaubererheld, deswegen geht das auf jeden Fall klar. Ich werde meine Facecam auch mal nach oben verschieben, dass wir mehr vom Feld sehen. Zack, zack. So, ich glaube, was auch stabil ist, ist den Ninja zu beschwören. Und skillen jetzt Suchschuriken, Ninja-Disziplin. Das ist ja generell eine Standardtaktik. Könnt ihr euch merken, wenn ihr die meisten leichteren Web schaffen wollt. Haut einen Ninja raus, skillt den Ninja auf 402. Packt dann Druiden hin, skillt den Druiden, nicht einen Druide, packt dann Alchemist dazu, skillt den Alchemist auf 401 oder 42 und das reicht tatsächlich, um sehr, sehr weit zu kommen. Damit kommt ihr locker bis Runde 50 irgendwas und das ist auf jeden Fall entspannt. Das mache ich jetzt auch natürlich als Basis hier für diese Taktik und da muss ich irgendwie auch noch Geld generieren. Also Dschungelbeute kann Geld generieren, aber ich glaube, bis sich das refinanziert, ist schon alles vorbei, deswegen lohnt sich das, glaube ich, nicht. Er macht 1000 pro Runde. Wenn ich den ganz früh draußen habe, könnte der vielleicht ein bisschen Geld machen. Weil das Geld könnte knapp werden. Weil der Sturmdruide, mal der Grund auch, warum ich ein Hater bin vom Sturmdruiden, Anführungsstriche, der kostet halt wahnsinnig viel Geld mit 97.000, aber ist dafür halt komplett nutzlos in Runde 100. Weil das Coole am Sturmdruiden mit der oberen Skillung ist ja, der kann Ballons zurückschleudern. Sagt man, cool, ist eine spannende Fähigkeit. Das Ding ist nur der Bett, also der Level 100 Ballon, der ganz fette, der ist immun gegen so eine Kacke. Und der Schaden ist nicht so nice von der Einheit. Also du hast eine Einheit für 100.000 gekauft, die aber im Grunde nicht 100.000 leistet. Also von der Leistungsfähigkeit würde ich sagen, 70.000 wäre schon ein bisschen angebrachter, meiner Meinung nach. 60.000, 70.000. Ich weiß auch nicht, warum die so teuer ist. Ich würde auch viel Geld drauf verwetten, dass die auf lange Sicht günstiger gemacht wird, weil so wie es jetzt ist, ist es einfach unverhältnismäßig. Viel zu teuer, kann von mir jetzt auch schlechter werden. Wer beschwört denn den Supersturm bei einer Druidentaktik? Niemand. Absolut niemand. Aber ja, jetzt haben wir das hier rausgehauen. Und falls ihr übrigens auch mal was raushauen wollt, den Abo-Button könnt ihr einfach mal smashen, wenn ihr wollt. Wäre eine coole Sache. Ich smash jetzt auch was raus, und zwar die Dorn. Ganz schön cool, die liegen da jetzt. Bis dahin ist es ein Selbstläufer. Dann hauen wir den Magier raus, sollte auch klar gehen. Und da muss irgendwann der Druide auch mal kommen, ne? Wahrscheinlich muss ich ganz zum Ende noch was verkaufen, damit wir das Geld für den Druiden hinkriegen. Jetzt haben wir schon alles rausgehauen, was wir raushauen müssen, um Runde 40 zu schaffen. Jetzt machen wir noch hier ihn. Reichweite gibt es. Oh, gibt es nach ganz unten. Perfekt, dann machen wir es hier hin. So. Und skillen wir jetzt unten durch, dass der dann am Ende dann die Nekromantenarmee hat. Gut, die spawnen zwar nach der ganz oben, aber es passt schon, es passt schon. Okay. Den werde ich jetzt, glaube ich, auch durchskillen. Das sollte uns dann Sicherheit geben für... Oh, kassierte Schaden? Ja. Das sollte uns dann auch Sicherheit geben für Runde 63, 76, 78. Weil das reicht noch nicht für Runde 100. Vielleicht skill ich auch den Nekromanten nicht weiter. Vielleicht reicht das so, wie er jetzt geskillt ist. Weil Schimmer ist eine gute Fähigkeit. Der nimmt damit Ballons die Tarnung weg. Das ist eigentlich jetzt, also super, super praktisch und, reicht mir das? Oder will ich noch eine Stufe höher? Ich glaube, das reicht mir, komm. In Ordnung, der soll halt ganz spät erst angreifen. Wenn die Ballons weit kommen, ist der dann halt so ein bisschen die Absicherung. Der drückt ihn nochmal zurück zum Eingang und so weiter. Könnte interessant sein, aber jetzt auf 97.000 sparen. Das dauert doch ewig.
Okay, Leon, jetzt wird schwer. Da müssen wir safe alles raushauen. Oder kriegen wir es so hin? Kriegen wir so hin, tatsächlich. Der Druide hält das da ganz gut auf, tatsächlich. Ha. Okay, stark. Dann müssen wir aber für Runde 76 aufpassen. Weil wenn das dann genauso aussieht wie jetzt, dann machen wir da eine kleine Farm. Und ich könnte ja auch, wie gesagt, ihn platzieren. Waldgeist beschwören. Der macht dann 1000 pro Runde. Und den dann zum Ende verkaufen. Moment. Das könnte ich echt machen. Moment. Ist der Verkaufswert für ihn? 33.000. Ja, wenn ich den verkaufe, wie viel habe ich ihn ausgegeben? 38.000. 43. Das passt ja. Und der hat ja auch eine Fähigkeit, mit der man Geld macht. 200 extra ist nicht viel, aber ist ein bisschen was. Okay, Runde 80. Könnte schwer sein. So ein Zom kriegt er nicht so ganz leicht kaputt. Na komm, ich zieh mal. Hat er sich verdient, dass er noch Hardorn. Na komm, er hat sich nicht verdient. Nevermind. Okay, kriegen wir den kaputt? Ja, okay, das reicht. Das reicht. Wir können auch hier noch die Explosion machen mit den Ranken. Zack. Bisschen zu wild, aber kann ich ja theoretisch machen. Die Ranken jetzt nochmal neu beschworen. Das passt auf jeden Fall. Vielleicht ein bisschen spät, aber es passt auf jeden Fall. Ja, ich musste noch was beschwören. Das passt. So, wir sind jetzt auch bei 43.000. Wenn wir den verkaufen, nochmal 33.000 mehr. Also wir werden den Sturmdruiden hinkriegen. Wir werden dann wahrscheinlich noch genug Geld haben für den Fürst der Finsternis. Das sollte passen. Und dann haue ich wahrscheinlich einfach einen Sonnenavatar raus mit Ultravision. Weil der kann ja auch Tarnbalance angreifen. Wäre wahrscheinlich auch nicht verkehrt. Runde 100 ist im Grunde die Runde, die mir jetzt Angst macht. Ich glaube, bis Runde 100 zu kommen, haben wir die richtige Strategie gewählt. Ihn hätte ich wahrscheinlich sogar noch früher beschwören sollen. Da hätten wir bestimmt noch 5, 6, 7, 8.000 mehr gemacht. Aber es sollte auch so funktionieren. Und durch die Runden an sich machen wir ja auch nochmal gut Geld. Zwei Zombs, aber sollte genauso aussehen, ehrlich gesagt. Die gehen dann irgendwann hier kaputt. Da gehen die kaputt. Hab Vertrauen, Leute. Oh, früher sogar. Viel früher sogar. Der ist da kaputt gegangen. Na gut. Der zweite geht da kaputt. Der zweite geht später kaputt. Ich meine, solange er kaputt geht, juckt mich das nicht. Aber er sollte natürlich irgendwann kaputt gehen. Jetzt? Ja, danke. Okay, gut. Aber wenn er nicht kaputt geht, hätte ich ein bisschen Sorge. So, Runde 87 kommen 4 Zombs. Das könnte auch nochmal interessant werden. Zumal jetzt schon 2 sehr weit gekommen sind. Ja, die Zombs kriegen wir bestimmt kaputt, aber halt erst sehr, sehr spät. Der Baum ist wieder kacke. Okay, jetzt hatten wir einfach Pech. Jetzt hatten wir einfach Pech mit einem Zufallsfaktor, mit dem Baum. Dass der da unten steht. Einfach unlucky. Okay, wir haben aber immer noch die Explosion. Dass die Ranken alle explodieren. Nee, ging klar. Sehr gut. Okay. Dann ziehen wir durch, ne? Ziehen wir durch. In Runde 90 wird der Boy ver... Ah, ich habe Verkaufen ausgestellt. Wieso habe ich Verkaufen ausgestellt? Bin ich blöd? Ja, dann werden wir den Sturmdruiden auf Stufe 5 ein bisschen später haben. Ja, immerhin haben wir uns da noch durchgemogelt. Egal, wir hauen den Supersturm raus. Ich will das ja sehen. Das haben wir ja erst neu freigespielt. Natürlich will ich das jetzt sehen direkt. Wir müssen die Dornexplosion machen. Da ist so viel weit gekommen. Haben wir es denn? Oh, wir haben es. Supersturm. Ja, nice, okay. Okay, nevermind. Der kann die DDCs jetzt zurückdrängen. Das passt. Okay. Das gibt uns jetzt zumindest Sicherheit, bis Runde 100 zu kommen. Weil alles, was nicht Runde 100 ist, wird von denen jetzt einfach weggesteuert die ganze Zeit. Das wiederum ist natürlich nice. Das streckt die Partie natürlich eine ganze Zeit, aber ist natürlich nicht verkehrt. Okay, ich kann auch mal da ein bisschen so. Ja, er hält halt alles auf mit seinen mickrigen Schaden. Aber tatsächlich ist die Kombination aus ihn und ihn ja ganz gut, weil er schleudert alles zurück und er hat globale Reichweite, also macht er die ganze Zeit Schaden. Ist eine ganz gute Kombination, meiner Meinung nach. Ich mache einfach erstmal was Dummes. Ich mache hier Druiden, so. Und ich skill die zu Platzlust. Platzlust boostet andere Druiden. Das heißt, ich hau das jetzt raus und hoffe, dass der Boost stark genug ist, dass wir damit viel hinkriegen im Leben. Und ich hoffe, dass der Druidenboost dann stark genug ist, dass das dann reicht. Ja, ich kann nicht viel mehr machen als das, was wir jetzt haben. Ich glaube, ich habe das Beste rausgehauen, was wir machen konnten. Ich glaube, ich habe Runde 98 mit einem Selbstläufer, wie gesagt. Er drängt halt alles zurück. Es ist halt cool, Sicherheit zu haben, bis nach Runde 100 zu kommen. Aber was nützt einem das, wenn du Runde 100 halt nicht kaputt kriegst?
Deswegen Runde 100 könnt uns immer noch zerballern. Ich hoffe, dass wir dann eine Chance haben. Und hauen jetzt hier noch einen Superaffen raus. So. So, wird zurückgedrängt. Okay. Runde 100. Ich weiß nicht, ob der Schaden reicht. Bis jetzt hat er noch nicht einen einzigen Kratzer gekriegt. Jetzt der erste Kratzer. Okay, kann ich noch was verbessern? Irgendwas. Er hat schon gut Schaden gekriegt. Wir müssen aber trotzdem noch hoffen, dass es mehr wird. Ich mach mal den Speed weg. Oh, Alter, wie viele Tornados der da abfeuert. Holy. Okay, sieht schon krass aus. Okay. Ich mach gleich die Rankenexplosion. Da, Baum. Okay, das hat gereicht, Die Rankenexplosion war groß. Das war, glaube ich, der Schaden, der gefehlt hat, um das hinzukriegen. Und in dem Moment, wo der Base halt kaputt geht, hast du halt gewonnen, weil dann wird alles zurückgesteuert. Und wir haben es hingekriegt. Das war richtig, richtig knapp, aber es hat funktioniert. Und ja, das war eine interessante Challenge eigentlich. Wer die auch mal machen will, teile ich hier einmal. So, zack, da ist der Code. Ihr könnt aber auch einfach nach nur Magieaffen suchen. Wird dann bestimmt auch vorkommen. Ja, das war schwerer, als ich dachte. Das geht leichter, wenn du halt nicht den Sturmdruiden machst, sondern halt eine andere Einheit. Aber nee, es war interessant. Und dann würde ich aber sagen, Leute, sehen wir uns dann. Bis zum nächsten Mal. Falls ihr neu seid, könnt ihr mal sehr gerne ein Abo da lassen. Dann sehen wir uns dann. Bis dahin. Und ciao.